In zahlreichen Städten auf der ganzen Welt haben an diesem Wochenende tausende Menschen nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Auf dem Alexanderplatz in Berlin kamen etwa 15.000 Menschen zusammen. In London fanden die Proteste vor dem britischen Parlament statt. Ich bin hier, um Solidarität mit den Menschen in Amerika zu zeigen, die zu lange gelitten haben. Bei dem Angriff auf Schwarze geht es um Gleichberechtigung. Es geht um die Vorherrschaft der Weißen, die in Amerika immer noch weit verbreitet ist und die es nicht geben sollte. In Paris widersetzten sich die Protestler dem Verbot von Massenveranstaltungen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie-Maßnahmen und demonstrierten auf dem Place de la Concorde in der Nähe der US-Botschaft.